Meine lieben Fische, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, der Februar steht vor der Tür und wir wollen natürlich ganz genau wissen, was zum Thema Liebe und Wunschpartner bei euch im Februar so ansteht, was sich da so tut, welche Botschaften ich euch überbringen darf. Bitte bedenkt, das ist ein allgemeines Reading aus den Kollektivenergien. Jeder von euch steckt in seinen ganz persönlichen Paar Schuhen, möchte ich jetzt mal sagen. Jeder von euch entscheidet sich auch ganz individuell, welchen Weg er gehen möchte. Von daher können diese Legungen nicht für jeden von euch zu 100% stimmig passen. Aber zu 100% bin ich mir sicher, werdet ihr den ein oder anderen Tipp, den ein oder anderen Ratschlag aus der geistigen Welt mitnehmen dürfen. Allgemeines Reading, Personenkarten sind geschlechterneutral. Wenn ich von der Dame, dem König spreche, bitte dreht es euch so um, dass es für euch passend und stimmig ist. Des Weiteren, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr in einer Situation seid, bei der ihr denkt, Mensch Aurora, schau für mich doch bitte mal genauer hin, dürft ihr gerne unter dem Video in die Infobox klicken. Dort findet ihr meine WhatsApp-Nummer, schreibt mich an, wir telefonieren, besprechen, wie ich euch begleiten darf, was ich für euch tun kann. So, jetzt möchte ich euch aber gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Wir starten durch, wie immer, mit dem Feenreich Tarotkarten, die mir fünf Hauptenergien, fünf Überschriften, wenn ich sie mal gemischelt bekomme, das war eine Katastrophe, erzählen werden. Und dann gehe ich mit den Licht- und Schatten-Tarotkarten natürlich noch genau auf jede einzelne Hauptüberschrift, auf jede einzelne Energie ein, sodass am Schluss wirklich keine Fragen mehr offen sind und es kommen noch andere Orakelkarten auch zum Einsatz. Jetzt aber. Für meine lieben Fische zum Thema Liebe und Wunschpartner im Februar 2024. Welche Botschaften darf ich da überbringen? Da hätte ich gerne jetzt noch vier Hauptenergien, Überschriften zum Thema Liebe und Wunschpartner. Noch zwei. Wow, die sind gleich mal ganz vom Tisch gefallen, die wollten gar nicht. Drei Stück haben wir schon. Und noch zwei. Jawohl, da sind sie gefallen. Oh, es sind sogar drei, dann sollen es sechs Überschriften bei euch sein. Gut, starten wir los mit Nummer uno, dem Eremiten. Der Eremit ist immer so ein Zeichen, sich mal rauszunehmen, ja, ein Stück weit Abstand zu halten, die ganze Sache mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ganz objektiv die Emotionen mal auszuschalten, Gefühle mal wie vielleicht Wut, Enttäuschung, Trauer einfach mal zurückzunehmen und zu schauen, okay, wie sieht es aus? Sich eine kleine Auszeit nehmen. Die Neun des Winters, ihr habt Angst. Einige von euch haben Angst vor Enttäuschungen, Angst vor Verletzungen, Angst davor, jemanden zu verlieren. Aber die Neun des Winters sagt dir, diese Angst ist absolut unbegründet. Du fokussierst dich viel zu sehr auf so ein Worst-Case-Szenario. Du hast Angst oder verspürst Angst, die größer ist als das Thema überhaupt. Vielleicht wirst du von deinem Gegenüber getriggert, der ja durch sein Verhalten, durch irgendeinen Satz, den er sagt, durch das Umfeld alte Dinge in dir hochholen, alte Muster, die dich so in
ja, Angst versetzen, beziehungsweise Misstrauen, Eifersucht, all solche Dinge. Bei solchen Gefühlen musst du dir immer im Klaren sein, ja? Dein Gegenüber löst die Gefühle vielleicht mit einer Tat, mit einem Satz aus. Aber woher kommen diese Gefühle in dir? Alte Muster, etwas, was du erlebt hast, was du vielleicht von den Eltern vorgelebt bekommen hast, was du im Freundeskreis mitbekommen hast, was triggert dich? Und da ist der Eremit genau richtig. Nimm dich mal raus und frag dich, warum habe ich Angst? Warum bin ich wütend? Warum misstraue ich? Was sind das für Gefühle und woher kommen sie? Liegt es wirklich an meinem Gegenüber oder brechen da alte Muster wieder auf? Die Königin des Frühlings oder ihr wisst, der König des Frühlings. Super schöne Energie, wenn es sich um die Energie handelt und nicht um eine Personenkarte, das finden wir sicher noch raus. Die sagt auch so, du sollst an dich selbst glauben, ja? Glaub an dich und halte eine Balance auch zwischen Arbeit und Privatem. Vielleicht versuchst du dich auch ein Stück weit mit Arbeit abzulenken. Ihr Männer unter euch machen das ja gerne, dass sie, ja, das Stativ umwerfen, nein, dass sie sich gerne mal in die Arbeit stürzen, um sich abzulenken, vielleicht auch, um nicht genauer hinschauen zu müssen. Als Personenkarte ist das ein sehr, sehr wohlwollender Mensch. Liebevoll, ein bisschen schüchtern, ein bisschen zurückhaltend, jetzt kein so Hau drauf, Typ. Aber da werden wir ja gleich weiter sehen, ob es eine Person ist. Die drei des Herbstes. Die drei des Herbstes fordert dich auf, deiner Intuition und deiner Passion zu folgen. Was möchtest du wirklich? Was steckt in dir? Was tust du gerade, was dir Spaß macht? Hol wirklich das Beste aus dir raus und glaub an dich. Du wirst belohnt werden. Ja, was ist eine Karte? Wenn du etwas wirklich möchtest, dahinter stehst, dann wirst du die Belohnung einfahren. Gehst du etwas nur halbherzig an, ja, so mit, okay, ich mach's jetzt halt mal, bleibt nichts anderes übrig, wird der Erfolg auch höchstwahrscheinlich ausbleiben. Also wenn du etwas machst, ob es in der Liebe ist oder mit deinem Gegenüber, wenn du etwas planst, dann aus vollem Herzen. Der Prinz des Herbstes, auch entweder eine Personenkarte oder eine Energie. Also als Personenkarte ist das ein sehr zuverlässiger Mann, so ein kleiner Ritter, ne? Beschützt gerne, ist gut drauf, ist humorvoll, liebenswürdig anderen gegenüber. Aber ich sage immer, der Prinz ist noch kein König. Der Prinz ist noch so auf seinem Weg. Auf seinem Weg, sich selbst zu finden. Ein König ist geerdet. Ein Prinz, der hat seine Prinzessin vielleicht gefunden, vielleicht aber noch nicht. Wie viele Könige haben denn noch hübsche Prinzessinnen? Also das ist noch keine sehr stabile, gefestigte Energie. Und die Sieben des Winters. Es gibt eine bessere Entscheidung oder Möglichkeit. Die Dinge nicht klar sehen, vor der Wahrheit weglaufen. Passt wieder herrlich zum Eremiten, denn es gibt eine bessere Entscheidung oder eine bessere Möglichkeit. Nimm dich mal raus, beobachte und entscheide dann. Brech nichts übers Knie. Winterkarten sind auch immer so Denkerkarten, ja? Denk nach, bevor du handelst. Gerade wenn Sachen in dir hochkommen, wo du das Gefühl hast, dein Gegenüber triggert dich. Bevor du etwas aus Wut machst, aus Trotz machst, aus Frust, aus Verletztheit oder, zieh dich raus. Gut, jetzt schauen wir mit den Tarotkarten auf die einzelnen Punkte ganz genau
und bitten daher um Klärungskarten, um klare Botschaften für meine Fische, die gerade abgetaucht sind, zumindest eine Karte. Für meine Fische, der Eremit. Welche Botschaften darf ich zu dem Rückzug, zu dem Rausnehmen, zu viele, überbringen? Warum sollten die Fische sich mal rausnehmen, die Sache mal von einem anderen Standpunkt aus betrachten? Welche Botschaften darf ich da überbringen? Da hätte ich gerne noch zwei oder drei klare Botschaften, bitte. Manchmal ist es, ich weiß, also bei mir ist ja auch so, ich sage immer, ich habe keine Hirn-Mundschranke, ja, bei mir kommen die Worte teilweise schneller aus meinem Göschle, als ich sie gedacht habe. Aber die Karte rät euch wirklich, denkt nach, bevor ihr handelt. Ja. Bei vielen von euch ist der Schädel kurz vorm Platzen. Gedanken, Gedanken und nochmals Gedanken. Ja? Vielleicht habt ihr auch ein schlechtes Gewissen. Vielleicht habt ihr schon gehandelt, ohne gründlich darüber nachzudenken. Das sagt die Karte auch gerne. Aber bei euch ist gerade wirklich Not am Mann, sich mal rauszuziehen. Ihr habt so viele Gedanken im Kopf, seht ihr. Dieser Mensch hat wirklich, ja, das Gefühl, ihm platzt jetzt der Schädel. Und in dieser Situation sieht man oftmals gar nicht die Lösung. Hier geht's auch nach oben. Hier ist eine Lösung in Sicht. Aber wenn der Kopf so voll ist, kann man nicht mehr klar denken und darum rausnehmen. Ja? Passt herrlich diese Botschaft auf den Eremiten. Zieht euch mal zurück, gönnt euch mal eine Auszeit, um wieder klar zu sehen, um klar zu wissen, wie wollt ihr überhaupt weitermachen. Der Ritter der Münzen. Ja? Gut möglich, dass sich jemand, euer Gegenüber, immer wieder zurückzieht. Es wird schwierig, ihr wollt sprechen, schwupps, weg ist er. Er stellt sich diesen Gesprächen nicht oder sie, ihr wisst, ihr Herren, dreht es euch bitte um, sondern wenn er das Gefühl habt, oh nee, jetzt kommen Diskussionen auf, dann macht er sich aus dem Staub. Hilft euch relativ wenig, denn die Birne brummt ja, ihr möchtet ja ins Gespräch gehen, was schwierig ist, wenn sich immer wieder jemand rausnimmt. Da ist aber Potenzial dahinter. Also da muss man die Flinte nicht gleich ins Korn werfen, denn hier seht ihr, die Sämlinge sind im Boden. Es dauert. Ihr schaut da so, tut sich da jetzt endlich was drauf. Aber schaut mal her, es wächst. Ja? Es wächst vielleicht langsam und nicht so schnell, wie ihr es im Moment gerne hättet. Aber es wächst. Wenn es um die Liebe mit einem Gegenüber geht, ja, dann ist da etwas Geduld angebracht. Er mag noch nicht so stabil sein, sich auf konkrete Diskussionen, konkrete Pläne einzulassen. Aber ihr habt den Samen für Stabilität schon gelegt. So, die Neun des Winters, die unbegründeten Ängste. Wovor habt ihr denn so Angst? Warum platzt euch denn hier fast der Schädel? Hätte ich gerne noch eine Botschaft. Was ist denn bei euch gerade so im Argen? Ja. Die coole Socke, ne? Die coole Socke, die sich gerne mal rausnimmt, wenn ihm irgendetwas nicht gerade passt, denn der Herrscher, der herrscht.
Der Herrscher, der möchte nicht gerne gesagt bekommen, wie er es denn anders machen sollte. Denn, wie gesagt, er ist ja der Herrscher. Er gibt den Ton an. Man nimmt sich dann gerne mal raus. Ne? Ist auch eine Person, die steht im Leben, die weiß genau, was sie geleistet hat, was sie darstellt, wer er ist. Das schüchtert euch, glaube ich, ein kleines bisschen ein. Ihr habt Angst, so fühle ich das gerade, wenn ihr jetzt hier mal Klartext sprecht, dass derjenige oder diejenige sagt, wisst ihr was, bloß mir in Schuh, darauf habe ich keine Lust. So kommt er rüber oder sie. Aber im Grunde genommen will er nur das oder sie nur das beschützen, was er hat. Ja? Da ist gerade im Moment eine Energie bei deinem Gegenüber. Ich beschütze mal schön das, was ich habe und riskiere nichts. Da ist selbst Angst dahinter. Ja? Das ist, der mag zwar rüberkommen wie die coole Socke, aber der hat auch Angst, etwas zu verlieren. Darum hält er hier so sein Geldbeutel fest. Und das meine ich jetzt nicht nur im Materiellen. Ja? Da ist die Sorge dahinter, Sicherheiten aufzugeben. Und weil man das nicht zugeben möchte, macht man sich bei Diskussionen gerne mal aus dem Staub. Aber auch da, schaut her. Hier habe ich noch gesagt, das Bäumchen wächst. Ne? Hier haben wir noch die 7 der Münzen. Da wächst das Bäumchen noch. Aber aus diesem Baum, ja, Bäumchen wird ein Baum. Und ihr könnt mit Geduld und Spucke die Ernte einfahren. Da hängt alles dran, ja, da hängt materielle Befriedigung drin, da hängt Liebe drin, da hängt Geborgenheit drin, aber dieses Bäumchen muss wachsen. Euer Herrscher hier muss erstmal auch zugeben, dass nicht er vollkommen ist, dass auch er Ängste hat, Angst hat, etwas zu verlieren, etwas zu riskieren, aber da werden wir sicher noch mehr erfahren. Euch schüchtert dieses Auftreten ein Stück weit ein. Ihr habt vielleicht auch so das Gefühl, nee, der verlässt sein sicheres Umfeld nicht. Der geht kein Risiko ein. Der möchte in seiner Komfortzone bleiben, in der er ja herrscht. Der König oder die Königin des Frühlings ist schon eine ganz andere Energie. Ja? Vielleicht geht da einem auch ein Licht auf, ja, und er zeigt oder sie zeigt, was denn wirklich so an Gefühlen da ist. Warum hält er so an seinem Status Herrscher fest und kommt nicht so aus dem Quark mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, was euch ja hier irgendwie zur Weißglut treibt, ne? Ich hätte gern auf die Königin oder den König des Frühlings auch 3 klare Botschaften, bitte. Was darf ich dazu erzählen? Eine noch, bitte. Danke. Ja, schaut her. Tod und Wiedergeburt. Etwas Altes wird beendet, damit etwas Neues beginnen kann. Ja? Euer König des Frühlings, nee, euer Herrscher wird zum König oder Königin des Frühlings, wird zeigen, was er wirklich fühlt oder denkt oder plant. Denn da wird es einen Crash geben. Vielleicht verursacht ihr diesen Crash, weil ihr euch mal zurückzieht, genauer analysiert, was wollt ihr eigentlich wirklich und dazu einsteht. Der Turm, da bricht was zusammen, aber daraus kann man etwas aufbauen wieder. Und das passt sehr schön mit der Karte zusammen. Etwas Altes geht, damit etwas Neues beginnen kann. Und vielleicht muss euer Herrscher das einmal erleben, ja? Hier,
die Kelche, die ins Loch geschüttet werden. Nö, ich mag so nicht mehr weitermachen. Vielleicht muss er mal so ein bisschen Verlustangst bekommen, ja? So, oh weia, die ist nicht mehr bereit, er ist nicht mehr bereit, die schüttet unsere Liebe in ein Loch. Da steht zwar noch ein Kelch, ja? Aber ich glaube, da geht ihm so ein bisschen der Stift an. Da muss es mal krachen, da muss es mal ein reinigendes Gewitter geben. Ihr seid an einen Punkt angekommen, an dem ihr, glaube ich, so nicht mehr weitermachen wollt. Und das wird euren König, eure Königin ganz schön aufrappeln. Da wird er sehen, entweder bekenne ich mich jetzt mal, entweder bewege ich mich oder ich sehe die Frau oder den Mann nur noch von hinten. Die drei des Herbstes, ja, Folge deiner Passion, ne? Folge deiner Eingebung, deiner Intuition. Was sagen die Karten denn? Ja. Leichtigkeit. Ihr wollt Leichtigkeit in der Liebe. Ihr wollt was erleben, ihr wollt rausgehen, ihr wollt essen gehen, ins Kino gehen, Spaß haben, mit Freunden etwas unternehmen, ihr wollt das Leben wieder so richtig genießen. Und ihr wollt, dass die Liebe, ja, gelebt wird. Nicht hier so, naja, heute hier, morgen da. Ich habe so das Gefühl, das könnte so eine On-Off-Beziehung sein oder jemand, der sich meldet, wenn er gerade Zeit oder Lust hat. Aber das wollt ihr nicht mehr. Ihr wollt Leichtigkeit in der Liebe haben. Ihr habt da viel investiert und viel Geduld gehabt. Eigentlich eine Arbeitskarte im Liebesorakel zeigt diese Karte an, dass die Geduld, das Verständnis Früchte trägt, man eine Belohnung erhält. Und da kommt euer König. Der König der Münzen ist auch sehr geerdet, ja? Hat seine Schäfchen auch im Trockenen, ist aber eine ganz andere Energie wie der Herrscher. Denn der ist, wie soll ich sagen, gefestigt, der ruht in sich selbst, der ist in seiner Mitte und im Frieden sehr hilfsbereit und nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, so forsch, ne? Ich will das, na, wenn du mir das nicht gibst, dann, ha. Oder was, du willst was von mir, ist nicht mein Ding, ich ziehe mich zurück. Eine ganz andere Energie kommt da im Februar auf euch zu mit eurem Gegenüber, denn ihr habt viel investiert und das kommt zurück. Und er sieht das auch. Er wird das sehen. Da wird es einen Knall bei euch geben, wenn es den nicht schon gegeben hat. Ja? Und das läutet die Transformation eures Gegenüber ein. Der wird merken, entweder oder. Knallhart. Ja, viele Personenkarten hier. Der Prinz des Herbstes. Vorsichtig doch kluges Handeln, ja. Ach Gott, wie schön. Ich habe es schon gesehen, ihr auch. Also da geht wirklich eine Transformation mit eurem Gegenüber vonstatten, weil wir haben ja den Tod und die Wiedergeburt. Das ist ja die Karte der Transformation, des Wandels. Und da wird sich jemand wirklich wandeln. Und das ist super, super schön. Ja. Jetzt haben wir auch noch den König der Kelche. Also der wird nicht nur von seinem hohen Ross runtersteigen, viel geerdeter sein, viel offener euch gegenüber. Nein, der wird jetzt auch Gefühle zulassen und zeigen. Der König oder die Königin der Kelche ist eine Energie, da sage ich, da tropft die Liebe aus jeder Pore. Ist aber auch empfindlich. Ja? Ein Stück weit ist Krebs, Fisch, von den Sternzeichen her, ist auch ein Stück weit empfindlich dahergehend, da er so sensibel ist. Wenn man da mal ein falsches Wort sagt, kann das schon sein, dass er mal schmollt oder sich zurückzieht. Ja? Und ich glaube, diese weiche Seite hat euer Herrscher hier oben die ganze Zeit versteckt.
Vielleicht auch deswegen immer ein Stück weit auf der Flucht gewesen, wenn er oder sie gespürt hat, da ist echt Gefühl dahinter, ja. Vielleicht etwas Angst auch gehabt. Diese Zeit des Nichtwissen, ne, des Hin- und Hergerissensein, das ist ja diese Energie des Herrschers und des König des Münzen und der König der Kelche, dieses, oh, ich ziehe mich zurück, boah, ich trete mal ganz stark hier auf, ne, damit sie ja nicht hinter meiner Maske gucken kann. Dieser Zustand ist beendet. Ende aus Gelände. Da wird sich jemand wirklich wandeln und euch tatsächlich zeigen, wer er ist oder wer sie ist. Und die Mäßigkeit, da kommt die Balance rein. Ja? Da war immer zwischen euch so Lichtschatten. Ne? Licht, er ist da, er hat nett geschrieben, Schatten, keine Antwort mehr, was geht. Das ändert sich alles und das ist super, super schön. Da tut sich was mit dem Herrn oder mit der Dame im Februar. Für euch Singles könntet ihr jemanden kennenlernen, ja, der euch echt Kopfzerbrechen bereitet, denn auch da meldet sich nicht, verabredet sich mit euch. Ganz toller Abend, plötzlich Funkstille, zeigt sich kühl, dann wieder liebevoll. Also auch da könnte es gut sein, dass ihr jemanden kennenlernt, der diese Muster aufweist. Die bessere Entscheidung. Welche bessere Entscheidung oder welche Entscheidung überhaupt, nachdem ihr euch zurückgezogen habt? Ja, der Gehängte auf die bessere Entscheidung, das ist mega. Da hätte ich gerne noch zwei klare Botschaften. Und eine noch bitte. Jawohl, Dankeschön. Das war der Perspektivenwechsel, ne? Da vorne, wo ich gesagt habe, zieht euch mal zurück und jetzt habt ihr den Perspektivenwechsel, jetzt habt ihr das Vertrauen. Ihr seht, die lasst sich hängen, die Frau in einem Tuch, hält sich nur mit einem Arm fest, unten das nicht, sie ist voller Vertrauen in sich selbst und das werdet ihr erreichen, wenn ihr euch mal rausnehmt und schaut, wie sieht die ganze Sache aus. Hoppala, da wollt ihr nämlich raus, ne? Das ist so diese Melancholie, ja? Oh, alles ist doof, er meldet sich nicht. Ich glaube, der hat mich gar nicht lieb. All solche Gefühle, ja? Hier, da wird euch noch ein Kelch gereicht. Wo ist er denn? Hier. Den seht ihr gar nicht mehr. Und da müsst ihr raus. Und deswegen mal den Abstand, den Perspektivenwechsel. Und dann geht's nämlich in die 10 der Münzen. Das heißt, Hund, Haus, Katze, Maus, Spinne, Fledermaus, keine Ahnung. Alles ist dann möglich. Also mega schöne Energien für euch. Da kommt echt ein Wandel in euer, ja, in eure Liebesbeziehung, in euer Gegenüber, in euer Wunschpartner. Und auch wenn ihr jemanden kennenlernt und ihr habt am Anfang so das Gefühl, ihr wisst nicht so ganz, was will der jetzt eigentlich, ja? Auch da wird ein Wandel passieren, wenn ihr euch mal rausnimmt, ne? Wenn er anruft, dann plötzlich wieder mal nicht rangehen. Keine Zeit, bin schon anderweitig verabredet. Kommt auch immer gut an. Ruhig mal zeigen, andere Mütter haben auch schöne Söhne oder andersrum. Und nicht immer so auf Abruf sein, ne? So, welche Energie begleitet euch denn so im Februar? Was ist so die stärkste Energie zum Thema Liebe? Da hätte ich gerne auch noch eine Karte, bitte. Eine Karte, eine Energie, keine Energie. Na, darf ich da keine Energie erhalten? Sieht nicht so aus. Also eine Runde meine noch, so schnell gebe ich ja nicht auf. Nee, das sind zu viele. Doch eine, da ist sie.
Zeit der Heilung. Wow. Passt wieder wie der A auf den Eimer, nämlich hier, ne? Zeit der Heilung. Das wollen wir nicht mehr. Ihr wollt in die Leichtigkeit kommen, in der Liebe. Und nicht mehr hier so die Warteposition. Oh, jetzt ist schon 9. Er hat sich immer noch nicht gemeldet. Nö. 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 Und nochmals nö. Dieses Stadium wollt ihr heilen. Dieses Stadium, da wollt ihr raus. Da habt ihr keine Lust mehr dazu. Und das werdet ihr auch kommunizieren. So, welche Botschaft hat das Universum denn noch speziell an euch? Da kamen gleich 2. Statt für ein bestimmtes Ergebnis bete ich dafür, dass allen das höchste Gut zugeteilt wird. Das ist immer schön, wenn man anderen auch etwas gönnt, wenn man anderen auch etwas Schönes wünscht, gibt man Schwingungen ans Universum, die man auch wieder zurückbekommt, sollte man nicht vergessen. Ich überlasse mich einer Kraft, die größer ist als ich. Das ist hier das Vertrauen, ne? Nicht nur das Vertrauen in euch, sondern auch das Vertrauen, dass alles so kommt, wie es für euch richtig ist. Und ihr werdet von diesem Baum, ja, von diesem kleinen Bäumchen, das ja zu einem großen Baum wächst, die Früchte eurer, ja, eures Bemühens ernten dürfen. Jetzt möchte ich aber noch die kleinen Herzorakel zu deinem Herzmenschen befragen, zu der Mischung aus sensibel und ja, eiskalt. Seelenpartner, dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Ne? Nur die Liebe wird dich befreien. Hier, habe ich vorhin gesagt, ne? Transformation. Und dann kam noch, die Antwort lautet Nein. Und da spüre ich gerade so, nein, das ist kein so eiskalter Kerl oder eiskalte Dame, wie sie sich zeigt. Da ist nur Angst dahinter. Ne? Die Angst dahinter, etwas verlieren zu können. Darum, wo war denn die Karte? Hält er oder sie ja alles so fest an sich gedrückt. Gut, und ganz zum Schluss mit den Soulmaster-Karten. Das sind so die kleinen Weisheitsorakelkarten. Welche Weisheit möchte das Universum euch im Februar noch mit auf den Weg geben? Was hat es da für einen Tipp, Ratschlag für euch, Lieben? Eine Botschaft hätte ich da gerne. Eine Weisheit. Na? Mit Ratschlägen und Weisheiten halten sie heute ein bisschen hinterm Berg, habe ich das Gefühl. Die ist abgestürzt. Was auf den Boden fällt, hebe ich nicht auf. Das ist unter dem Tisch, das ist raus. Die möchte. Folge deiner Idee. Deine Eingebung ist real. Sie spiegelt dir die einzigartige Begegnung mit deiner schöpferischen Seele, die sich in Form von Geistesblitzen am besten ausdrücken kann. Und wann haben wir Geistesblitze? Wenn wir uns mal rausnehmen, da ausbrechen, weil da können wir keine Geistesblitze haben. Wie soll denn da der Blitz im Geist einschlagen, wenn er voll mit irgendwelchen kuriosen Gedanken, Ängsten, Sorgen, was weiß ich es. Darum passt diese Botschaft wieder herrlich als Abschluss. Folge deiner Idee. Deine Eingebung ist real. Sie spiegelt dir die einzigartige Begegnung mit deiner schöpferischen Seele, die sich in Form von Geistesblitzen am besten ausdrücken kann. Ja, das sind die richtigen Abschlussworte für diese Botschaft.
Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr nehmt euch raus, zieht euch ein Stück weit zurück, zeigt dem Herrscher auch mal, dass ihr auch die Kraft habt, mal Nein zu sagen, und läutet so eine Transformation, einen Wandel in eurem Gegenüber ein. Und ich schicke euch jetzt ganz viel Kraft. Ihr packt das. Ich weiß, dass ihr das schafft, auch mal Nein zu sagen, euch zurückzunehmen und dem anderen das Gefühl zu geben oder zu zeigen, hey, ich bin es wert, dass man mir Aufmerksamkeit schenkt. Und wenn ich es dir nicht wert bin, dann gibt es sicher jemanden da draußen, der mir diese Liebe und Aufmerksamkeit unglaublich gerne schenken möchte. Ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, oder lasst ein Abo da, kostet euch keinen Cent, es kommen ja auch die Tagesenergien raus. Am Sonntag immer die Spiegellegung mit eurem Gegenüber oder die Energien in der Liebe für die kommende Woche. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen traumhaften Februar mit ganz viel Liebe und ganz viel Wachstum, damit ihr das ernten dürft, was für euch auch richtig wichtig und wunderschön ist. Bis dahin drück ich euch, knuddel euch mal ganz fest, und ich freue mich, euch bald hier an diesem Tisch wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss, Servus, macht's gut.